Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Arminia Bielefeld Karriere. Und ja, jetzt heißt es SSV Ulm. Und wir haben letzte Folge ja leider 2-0 verloren. Entweder kommt heute die Kündigung für uns und werden entlassen, oder wir bleiben weiter bei Bielefeld Trainer. Das wird sich eventuell heute entscheiden oder auch erst in der nächsten Folge. Man weiß es nicht. Wir lassen uns einmal überraschen und dann quatschen wir lange nicht rein. Da sind wir in der Donaustadion, glaube ich, angekommen. So heißt es, glaube ich, auch bei Ulm. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall jetzt gegen Ulm, die ja letzte Saison aufgestiegen sind und diese Saison auch den Aufstieg geschafft haben in die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch. Mit Preuß Münster zusammen, also direkt mal zwei Aufsteiger letzte Saison, die direkt hochgegangen sind. Und die Kogge leider, also mein Lieblingsverein leider, abgestiegen ist. Und unser Keeper macht einen Foul und es gibt direkt mal Elfmeter, den er sich leider nicht ausbügeln kann. Und 1-0 Ulm. Ach Mann! Verstehe es nicht. Nice, toll war. Jetzt aber. Da ist die Chance. 1-1. Wichtig. Bulli ab. Und wir leben wieder. Stark. Und es geht weiter. Großer. Oh, wohin? Das ist die nächste Chance und da, oh, Schipnowski, aber starke Parade vom Keeper. Muss ich ehrlich zugeben, also sie war echt stark, aber Ecke. Ecke kommt. Oh ne. Da bin ich kurz hängen geblieben. Hab ich. Alles gut. Toll war. Ich weiß halt nicht wohin, ne? Viel zu steil, ey, und auch viel zu doll, wo ich nur einmal kurz angetippt habe. Ah, schade. Hab ich noch nicht. Nee, viel zu einfach. Kein Foul, was geht hier? Ja, steh auf da, war nix. Die Fans sind es natürlich wieder anders. Das ist immer so. Oh mein Gott, warum sind die Ecken so gut? Von den ganzen Gegnern. Wieder. Zuerst HFC, jetzt ist es Ulm. Hobby.
Nee. Das war gerade echt nur Glück. Alles andere. Alter Falter. Keeper hast du. Keeper des Vertrauens. Weiter geht's hier. Und zur Halbzeit geht's erstmal mit Unentschieden rein und wir sind jetzt gleich wieder. Zweite Halbzeit. Und wir stehen hier 1-1. Das ist stark. Erstmal. Aber es war auch manchmal ein bisschen Glück auch mit dabei. Wegen dieser Latte da. Wo der Ball da rangeht. Dann nochmal Laprovic, starke Parade. Und. Ist kein Abseits. Ist kein Abseits. Ist kein Abseits. Ey, es kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Jetzt haben wir Pech. Jetzt haben wir Pech gehabt. Och nee. Ja, und dann kommt Ulm, Alter, und erzählt es durch Brand. Brandgefährlich. Und erneut liegen wir hinten. Und jetzt geht's wirklich in die komplett andere Richtung. Nein. Er springt einfach in den Ball rein und dass er auch noch zum Ulmer Spieler geht. Starker Ball. Nein, lass ihn noch ins Aus gehen. Ach Mann. Ein hau da lang. Fullback. Und die kommt gut. Die kommt gut. Und da ist das Ding drinne. 2-2. Szczepanowski, Jungs. Wichtig. Weiter geht's. Nein, das kann nicht wahr sein. War abseits gewesen. Hab ich, wichtig. Mit seinem Schreck. Das ist doch die letzte Chance. Das ist doch die Chance, da ist das 3-2 Spiel gedreht. Sam Schreck, Jungs. Wichtig. Und wir leben. Soll parken. Soll parken. Läuft hoch. In den Strafraum. Soll parken.
Ah, oh, Otto, starke Parade. Und die Uhr tickt. Und tickt. Für Ulm. Aber das war's. Ulm wird diese Partie verlieren. Und sich Bielefeld erleichtert sich mit einem Sieg. Jawohl, ist das wichtig. Und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, und da sind wir wieder. Und nächster Gegner ist Ferl. Aber wir wurden entlassen. Wir durften nochmal mit Arminia Bielefeld einen Sieg holen gegen SV Ulm. Und dann wurden wir gekündigt. Oh, das ist so ärgerlich. Ja, und jetzt könnten wir zu Ulm gehen. Wir gehen auch einfach jetzt zu Ulm. Aber das ist ja im Endeffekt egal, weil die Karriere somit komplett vorbei ist und jetzt keine dritte Liga mehr Meine Damen kommt. und Herren, Dann kommt jetzt nur noch die Premier League. Und ja, auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like unten da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und.